ewig gezeichnet. Kinderschicksale. Herzlich willkommen. Noch für 3 Stunden läuft der Spendenmarathon bei RTL. 3 Stunden lang können Sie noch Geld spenden. Und was mit dem Geld alles angestellt wird, das haben Ihnen die Kollegen ja schon geschildert. Werden Sie ihn auch wieder um 16 Uhr ein neues Mal schildern mit dem neuen Spendenstand. Und die ganze Aktion läuft unter dem Motto, wir helfen Kindern. Auch wir haben schon häufig Spendenaufrufe gehabt in dieser Sendung, mal so kleinere, mal ein bisschen größere. Und über einen ganz besonderen Fall wollen wir heute berichten. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die 5-jährige Scarlett Schwabe. Die ist im knappen Alter von 1 Jahr bei einem Autobrand schwer, vor allen Dingen im Gesicht, verletzt worden. Und da sind schon viele Operationen gemacht worden. Und sie war bei uns im September zu Gast in der Sendung Ärzte schenken mir ein neues Gesicht. Nur so ganz war das halt noch nicht perfekt. Und wir hatten Sie gebeten, doch auch Geld zu spenden. Und ein einziges Mal habe ich das gesagt, als Scarlett bei uns in der Sendung war, zusammen mit ihren Eltern. Und was da passiert ist, das schildern wir Ihnen gleich. Hier zunächst mal Scarlett Gerardin und ihr Vater Hans-Thomas Schwabe. Herzlich willkommen. Und Scarlett, wie war es hinterher nach dem Fernsehen? Gut. Haben dich Leute angesprochen? Mhm. Und was haben die gesagt? Weiß nicht. Haben halt mit dir ein bisschen geredet, nicht? Herr Schwabe, was hat sich getan danach? Ja, es hat sich eigentlich sehr viel getan. Also mit so viel Spenden haben wir eigentlich überhaupt gar nicht gerechnet. Wir waren total überrascht. Also und ich möchte mich jetzt hier aber auch dafür bedanken, für diese vielen Spenden. Also wir müssen erstmal sagen, wie das zusammengekommen ist, ne? Das war die Idee damals gewesen meiner Redaktion. Die haben gesagt, Mensch, können wir da nicht was machen, denn diese Operationen kosten ja ein schweinemäßiges Geld. Und wir haben dann unsere Zuschauer gebeten, doch auch was zu spenden. Und wir haben ein Konto eingerichtet gehabt. Dieses Konto wird durch einen Rechtsanwalt, einen Treuhänder verwaltet. Ja, genau. Geht nur Geld runter für die Operation. Ja. Und ich sage Ihnen jetzt was. Aufgrund eines einzigen Aufrufs in dieser Sendung, auf diesem Konto eingegangen ist, nämlich 170.980 Mark und so viel Zeit muss bleiben, 20 Pfennige. Herzlichen Dank. Alles für dich. Scarlett. Hm? Was ist denn bisher gemacht worden? Das war jetzt eine Probeleseroperation bei dem Dr. Teichmann. Wo ist die? Der war damals auch in der Sendung hier gewesen? Vor dem Ohr, die rechte Seite hier. Das ist aber ganz glatt geworden schon. Es ist sehr glatt geworden, ja. Klasse. Das war aber jetzt nur eine Probe und wir müssen jetzt abwarten, bis die Rötung ganz zurückgegangen ist. Mhm. Ich meine, wir haben schon einen neuen OP-Termin für den 7. Dezember, weil der Dr. Teichmann ist sehr zuversichtlich. Also die Scarlett wird über 80% wieder normal aussehen später. Und dann ist eigentlich dein größter Wunsch erfüllt gerade, nicht? Alles wieder perfekt gewesen. Und was geschieht denn jetzt mit den Haaren? Das ist ja eine ganz komplizierte Geschichte, nicht? Denn ja, hier oben sind die Haare ja bis zum hinteren Drittel des Kopfes sind sie verbrannt. Ja. Also die Kopfhaut ist verbrannt. So ein paar kleine Büschel sind da raus, aber das reicht nicht. Nein, als erstes wird diese ganze komplette Fläche jetzt auch erstmal gelasert. Mhm. Weil es muss auch unter den Haaren dann später glatt sein. So, und die Haare, das ist gar nicht so einfach. Wir haben also sämtliche Institute hier in Deutschland angeschrieben, auch in München. Und da haben wir bis jetzt keine Antwort bekommen. Dann haben wir mit dem Dr. Teichmann nochmal gesprochen. Er kennt da wohl einen Spezialisten, der das dann wohl auch machen wird, wenn der Dr. Teichmann mit dem Gesicht fertig ist. Scarlett war damals 8 Monate alt, nicht? Jetzt ist sie 5. Monate, ja. Und wie lange wird das noch etwa dauern, bis diese ganzen Operationen, mal abgesehen von den Haaren jetzt, zu einem guten Ende gekommen sind? Ja, genau wie lange das noch dauern wird, kann ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Aber da wir jetzt die Möglichkeiten haben, wird es wahrscheinlich sehr schnell gehen. Wo werden die Haare gemacht werden jetzt schlussendlich? Ja, da sind wir noch nicht ganz sicher, weil der Dr. Teichmann hat einen Kollegen in Brasilien, das muss wohl der beste der Welt sein. Mhm. Und da soll es dann wahrscheinlich auch gemacht werden. Also noch eine große, lange Reise, stundenlang im Flugzeug sitzen. Wer fährt da mit? Vielleicht Ihre Frau, denke ich nicht? Sabine Frau, Schwabe ist auch bei uns. Wo ist sie? Da sitzt sie. Frau Schwabe. Ich habe Scarlett ja gefragt gerade, und wir werden darüber im Verlauf dieser Sendung noch in einem anderen Fall sprechen müssen. Wie sind denn die Menschen auf Sie zugekommen nach der Sendung, die Sie gesehen haben? Also, man muss sagen, so eine große Resonanz haben wir eigentlich nicht gesehen. Das muss man also wirklich so sagen. Also keiner hat irgendwelche blöden Bemerkungen gemacht.
Geld oder so, sondern das wurde schon positiv aufgenommen. Es wurde sehr positiv. Also es ist eine Frau, die kam uns auf dem Parkplatz entgegen beim Einkaufen und schrie uns hinterher, ah, Sie sind doch die Familie Schwabe und wir möchten auch gern was für die Scarlett tun. Und doch, es war klasse. Schon ganz schön. Schon ganz schön, Scarlett, wenn die Menschen dann sagen, da können wir vielleicht ein bisschen helfen. Ein paar Mark sind für den einen nicht so viel, aber ein paar Mark auf einem großen Haufen, hast du auch schon gelernt, nicht? Das ist dann für den Einzelnen ganz viel. Also das letzte Mal war Scarlett ein bisschen gesprächiger als heute, nicht? Ja. Heute ist sie ein bisschen ruhiger. Das ist so, große Stars sind ruhiger als die anderen. Scarlett, ich wünsche dir alles Gute, dass die Operation gelingt. Du hast auch gar keine Angst davor, nicht? Hat es eigentlich wehgetan, das Lasern? Was für ein Gefühl war das? Ich habe mal so ein Gerstenkorn wegmachen lassen. Das hat wie beim Hufschmied gestunken und hat immer so Pieks gemacht. So ist wahrscheinlich bei dir auch, nicht? Also das Lasern hat den Vorteil, dass es schmerzfrei ist. Ich meine, in dem Moment, wo es gelasert wird, tut es weh. Deswegen ist es unter Vollnarkose, da merkt sie also nichts. Und hinterher tut überhaupt nichts weh. Und halt die Tiefe mit dem Laser ist kontrollierbar. Also. Ihnen, Herr Schwabe, und Ihrer Frau, aber vor allen Dingen Ihrer Tochter Scarlett, haben Sie, unsere Zuschauer, geholfen. Ein großes Dankeschön nochmal und wir werden Sie auf dem Laufenden halten, was mit Scarlett passiert. Einverstanden, Scarlett? Alles klar. Schönen Feierabend noch. Herzlichen Dank, dass du hier warst. Und wie gesagt, jetzt beim Spendenmarathon geht es nicht um Scarlett, das haben wir erstmal abgeschlossen. Aber es geht eben um viele, viele andere Hilfsprojekte, bei denen Sie auch aktiv werden können. Und bis 18 Uhr sind die Telefone noch mit meinen Kollegen und den Prominenten gestartet. Und ich möchte Ihnen jetzt eine Familie vorstellen, die jeden Tag als Geschenk wirklich ansehen, obgleich sie auch große, große Sorgen mit ihrer kleinen Tochter haben. Bei uns sind Angelika und Michael Stark zusammen mit der kleinen Tochter Dominik. Herzlich willkommen. Also, Dominik ist fast 4 Jahre alt. Ich frage Sie einfach beide. Wer zuerst dran ist, der antwortet zuerst. Was für eine Krankheit hat Ihre Tochter? Die Krankheit nennt sich Wolf-Hirschhorn-Syndrom. Ist ein Chromosomenfehler, der auf dem 4. Chromosom liegt. Und Kinder, die diesen Fehler haben, sind in der Regel schwerst mehrfach behindert. Heißt also mehrere Behinderungen gleichzeitig. Wobei die Auswirkungen sehr unterschiedlich sein können. Also das Wolf-Hirschhorn-Syndrom kann haben zur Folge Kleinwüchsigkeit, Gaumenspalte, Zäpfchen fehlt, 2 Zysten im Gehirn, das ist gleich bei Ihrer Tochter auch nicht. Nierenerweiterung, Harnwegsverengung, schwerer Herzfehler, geistig und körperlich, Entschuldigung, geistig und körperlich zu 100% behindert. Also das ist eine ganze Menge, die sich da bei Ihrer Tochter zusammengefunden haben. Können Sie Ihre Tochter überhaupt alleine lassen? Nein. Auf jeden Fall nicht. Du musst immer dabei sein. Ich muss immer dabei sein, ja. 24 Stunden. Wann hat man das denn festgestellt, dass Ihre Tochter so krank ist? Also, dass eine Erkrankung vorliegt, hat man eigentlich relativ schnell gefunden. Oder beziehungsweise man durch die Gaumenspalte war es direkt am 2. Tag nach der Geburt eigentlich klar, dass irgendwas vorhanden ist. Dass das ein Wolf-Hirschhorn-Syndrom ist, hat man erst festgestellt, als sie kurz vor dem 2. Lebensjahr, zweiten Geburt da war. Aber Frau Stark, ich weiß, dass es ja unglaublich viele Vorsorgeuntersuchungen gibt. Da hat man das alles nicht gemerkt, oder? Gar nicht, auch nicht während der Schwangerschaft, gar nichts. Und wie kann man jetzt Ihrer Tochter helfen? Man steht da ja als Eltern, denke ich, relativ fassungslos gegenüber. Medizinisch kann man gar nichts mehr machen, nichts. Ist das für Sie jetzt eine große Belastung oder ist es für Sie auch eine Bereicherung? Dass das Kind da ist, ist natürlich schon mal eine Bereicherung, klar. Aber die Belastung drumherum ist natürlich sehr hoch. Vor allen Dingen, man muss natürlich auch, man ist nicht nur für das Kind da, sondern muss sich leider auch noch mit vielen Ämtern und Kassen und sowas herumschlagen, die einem dann eigentlich die Kraft für das Kind auch mitnehmen. Aber ansonsten, denke ich mal, ist Dominik immer soweit gut drauf. Und wie geht eigentlich das Umfeld? Wie gehen Ihre Freunde, Ihre Bekannten, die Nachbarn mit Ihnen um? Ich habe gerade schon mit den Schwabes darüber gesprochen, wie das ist, wenn Sie mit Scarlett über die Straße gehen. Ich bin am Anfang gar nicht mit ihr rausgegangen. Ich hatte da Angst vor. Wovor? Vor den Leuten draußen, was sie wohl sagen. Warum? Weil, wie ich es erfahren hatte, sie ist krank, sie ist behindert. Ich musste erst mal selbst damit fertig werden. Und als Sie sich da rausgetraut haben? Da hat man erst mal gefragt, wie alt sie ist. Da habe ich gesagt, ja, sie ist fast 3. Wir sind halt fast 3, war ein
hat man erstmal gefragt, warum sie halt so klein ist. Mhm. Hat man dann auch gesagt, ob sie nicht zu essen bekommt, weil sie halt so klein ist und halt andere Sachen halt. Mhm. Gab es auch so Ablehnung? Bei uns halt im Ort eigentlich nicht. Da eigentlich nicht. Und die Freunde und Verwandten und Bekannten haben sich auch nicht zurückgezogen? Nö, eigentlich nicht. Freunde schon doch. Die werden dann halt nicht mit fertig. Ich war halt mit einer Bekannten zusammen schwanger und sie meinte dann halt, sie hat einen gesunden Sohn, ich habe halt das kranke Mädchen. Das tut ihr halt leid. Aber deswegen, die machen einen großen Bogen um uns rum. Na gut, also das Leid tun, das sagt sie zwar, aber das empfinde ich dann vielleicht ein bisschen anders. Wenn sie Leid täte, würde sie sich um sie kümmern und ihnen vielleicht auch ein bisschen helfen. Dominik, wir sind gleich fertig. Ich habe auch noch was für dich. Pass auf, gleich gibt's noch was. Kriegt sie das eigentlich mit, wenn ich sie berühre? Ja, sie kriegt also eigentlich alles mit. Sie können sie auch ansprechen. Ich weiß nie immer, was sie genau mitbekommt. Mhm. Aber dass sie etwas mitbekommt, kann man auch merken. Ne? Also sie macht auch, reagiert auf Sachen, die man ihr sagt. Und Wie hoch ist denn, wie ist denn die Lebenserwartung? Man weiß, bei Muskoviskidose-Kranken zum Beispiel ist sie etwa bis 20, Mitte 20. Also ganz andere Krankheiten, ganz andere Geschichte, aber... Die Ärzte haben uns damals nach der Diagnoseerstellung gesagt, dass die meisten Kinder im Alter bis zu einem Lebensjahr versterben. Mhm. Und dass ansonsten die Lebenserwartung nicht sehr hoch ist. Mhm. Mittlerweile haben wir Kontakte geknüpft über das Internet zu Wolf-Hirschhorn-Gruppen in Amerika und Australien. Dort sind also Betroffene mittlerweile auch schon über 50 Jahre. Mhm. In Holland liegt eine Frau von 36. Man weiß es also nicht. Ja? Die Forschung ist da sehr, sehr zurück und derzeit versuchen wir selber irgendwo. Das ist auch so selten und da wird wahrscheinlich auch gar nicht so geforscht werden, wie man sich das eigentlich wünscht als betroffene Eltern. Also, wir haben uns natürlich überlegt, was können wir machen. Und ich denke, Dominik will jetzt erstmal raus und will ein bisschen vielleicht rollen und in den Arm genommen werden und ein bisschen gedrückt werden. Sie sagen ja, das merkt sie alles. Und wir haben uns überlegt, dass sie jetzt den Oscar kriegt aus der Sesamstraße. Der Andreas bringt den mal. Also einen hat sie schon, den Bert, den hat die Angelika schon in der Hand gehabt. Bin mal gespannt, ob sie den erkennt. Guck mal, Dominik, der ist noch für dich. Jetzt guckt sie, guckt. So, also es war ganz Kleines, wurde es nicht, das ist auch nicht so ganz viel weiter. Der Ernie ist die Lieblingsfigur, aber vielleicht ändert sich das jetzt auch mit der Zeit und dann wird der Oscar, so heißt der, ich kenne ihn überhaupt nicht, muss aber nachgucken. Denn guck, jetzt nimmst du schon Kontakt auf. Also, ja, was wünsche ich Ihnen? Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft für Ihre Tochter und ich wünsche der kleinen Tochter ganz viel Kraft. Schön, dass Sie hier waren. Danke. Der RTL-Sparenden-Marathon läuft weiter. Wir helfen Kindern. Sie haben Scarlett geholfen. Darüber haben wir berichtet. Wir hoffen, dass Dominik auch von Behörden, Ämtern und manchen Betonköpfen, die dann beginnen zu rieseln, auch geholfen werden kann. Wenn es um so geringfügige Summen wie 6.000 Mark geht für einen speziellen Kinderwagen, geht doch so mancher für weitaus unwichtigere Dinge viel mehr Geld aus. Und wir wollen Ihnen gleich noch jemand vorstellen, der auch sein ganz spezielles Schicksal hinter sich zusammen mit seiner Familie hat. Obgleich bis vor ein paar Jahren, bis vor 4 Jahren etwas alles ganz perfekt und klasse war und toll war. Und ein winziger Augenblick irgendwo auf einer Autobahn in Europa hat das gesamte Familienleben auf den Kopf gestellt. Und diesen Gast stelle ich Ihnen gleich vor nach der Pause. Jahrzehntelang waren sie ein Paar, bis ihnen ihr Mann offenbarte, ich habe eine neue. Wie sind Sie mit dieser Situation fertig geworden? Wer hat geholfen? Rufen Sie an 0137 31 32 33. RTL-Spendenmarathon läuft noch bis 18 Uhr. Wolfram Kohns wird im Anschluss an diese Sendung um 16 Uhr sich wieder bei Ihnen melden zu Hause und wird den neuen Kontostand mitteilen. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, vielleicht kann ich den Stars ja ein bisschen helfen. Ich habe auch ein paar Mark übrig. Oder vielleicht kann ich der Dominik, ihrer kleinen Tochter, ein bisschen helfen. Das können Sie. Und wir geben Ihnen jetzt, und diese Telefonnummern und Faxabrufnummern gelten auch für alle weiteren Gäste, die noch zu uns in die Sendung kommen werden, 2 Telefonnummern bekannt. Die eine heißt 0190 31 32 31.
Das ist der Faxabruf und von dort kriegen Sie dann alle weiteren Informationen zugeschickt. Oder rufen Sie unsere Hotline an, das ist die 0137 31 32 33. Und ich würde mich freuen, wenn Sie ein bisschen Freude an das Haus meiner nächsten Gäste und auch der Starkes bringen könnten. Über unseren ersten Gast, die Scarlett, haben wir ja schon ein bisschen geredet. Ist langweilig, Scarlett, oder? Nee, ist nicht langweilig. Dann bleiben wir hier sitzen, wenn es nicht langweilig ist. Mein nächster Gast. Ja, der wollte eigentlich seinen Sohn mitbringen, den Matthias. Aber mit dem Matthias klappt es noch nicht so richtig. Und also haben wir meinen Kollegen Carsten Schnieders gebeten, doch den Matthias Fuchsen zu Hause in Ratingen bei Düsseldorf zu besuchen. Wir sind jetzt hier in Ratingen bei Matthias zu Hause und ich möchte mir einfach mal anschauen, wie er so lebt und was er den ganzen Tag macht. Zurzeit sitzt er hier am Computer. Matthias, kannst du uns ein bisschen erzählen, was du jetzt gerade machst? Mach gerade. Wer ist der Champion? Was machst du gerade? Wer ist der Champion? Wer ist der Champion? Und das bist du. Fertig. Okay. Du bist Champion. Ich würde mir ganz gerne das Zimmer von Matthias angucken. Ist das wohl okay für ihn? Matthias, ja? Dürfen die dein Zimmer mal angucken? Ja? Ist das okay? Ja? Ja? Dann werden wir das jetzt mal tun. Matthias, ich habe mich ein bisschen umgeguckt hier bei dir im Zimmer. Jede Menge Fußballbilder und Poster hängen hier. Hast du einen Lieblingsverein, Fußballverein? Ja, Fortuna. Und eine junge Dame hängt über deinem Bett, Britney Spears. Was ist so toll an der? Die Augen. Die Augen? Nicht die Musik? Doch schon. Mehr von uns erfahren wir jetzt von seinem Vater, denn er ist bei uns zu Gast im Studio. Und hier ist er, Bernhard Fuchsen. Herzlich willkommen. Matthias ist jetzt 12 Jahre alt. Der ist jetzt 12 Jahre alt. Damals war er so 8, nicht? Ja. Sie waren auf dem Weg mit dem Auto nach Spanien in die Ferien. Und was ist da passiert? Ja, wir waren hinter Dijon, kamen wir in eine Unfallstelle, wo rechts auf dem Standstreifen ein Lastwagen ausgebrannt war. Mhm. Und die Rauchschwaden legten sich über die Autobahn. Und ich habe dann meine Fahrt verlangsamt und die Sichtweite war etwa, ich sag's mal, zwischen 2 und 5 Meter. Und dann sah ich im Scheinwerferlicht, also unmittelbar vor mir, Leute über die Straße laufen, über die Autobahn laufen, die offensichtlich von einem anderen Unfall her versuchten, uns zu warnen. Mhm. Und ich habe dann gebremst. Und das große Problem, was wir jetzt haben, das liegt daran, dass der Doppeldeckerbus, der hinter uns fuhr, laut Aussage des Fahrtenschreibers mit einer Geschwindigkeit zwischen 80 und 100 weitergefahren ist. Und ich weiß nicht, ob Sie das Bild vorliegen haben von unserem Auto. Das haben wir vorliegen, das zeigen wir jetzt nochmal. Das ist übrig geblieben, das war ein Kombi, glaube ich, nicht? Das ist ein 6x6 Kombi, ja. Ein Mazda 6x6 und da saß Ihre Familie drin. Da saßen drin Sie als Fahrer. Ich als Fahrer. Dann Ihre Frau. Auf dem Beifahrersitz. Die wir gerade im Film gesehen haben. Meine Tochter. Ja, wie alt ist die? Die sitzt da vorne, die ist 14 jetzt. Da vorne sitzt sie. Ja. Und Matthias. Und der Matthias, ja. Und alle hat es bitterbös erwischt. Also sie hat es bitterbös erwischt. Meine Tochter war auch schwer verletzt. Die hatte also mehrere Kiefernbrüche und einen Augenhöhlenbruch und Schädel-Hirntrauma ersten Grades. Mhm. Ist aber Gott sei Dank wieder die Alte. Meine Frau war nur im Verhältnis gesehen leicht verletzt, also Prellungen und Verstauchungen. Und ich war also bei dem Aufprall, bin ich mit dem Kopf gegen den Türholm geschlagen und ich war sofort weg. Mhm. Ich hatte aber Schädelbruch und Nervenabriss, dadurch habe ich auch die linke Gesichtshälfte gelähmt. Ich höre nichts mehr auf der linken Seite und ich hatte den Kugelkopf hier zertrümmert, Trippen, Brüche, Serienfraktur vorne, hinten. Und ich bin dann in Frankreich versorgt worden und mein Sohn hat man dann auch in Frankreich erst versorgt und operiert. Er hatte die ganze rechte Schädelseite zertrümmert, sodass die
Splitter des Schädels im Gehirn steckten. Mhm. Und in Frankreich hatte man nur die Chance gesehen, dass er überlebt, dass man diese Splitter aus dem Gehirn entfernt und dementsprechend auch Teile vom Gehirn mit wegnehmen musste. Um mal über die Folgen zu sprechen, Ihr Sohn kann, glaube ich, nicht trinken, weil dieser Schluckreflex so verlangsamt ist, dass ihm das einfach nicht gegönnt ist. Er kann zwar feste Nahrung zu sich nehmen, aber die Feuchtigkeit, die Flüssigkeit, die muss ihm die Flüssigkeit, mit einer Sonde... Richtig, das geht über so eine Packanlage zunächst und über so einen Button direkt in den Bauch rein. Und das ist natürlich ein großes Handicap. Wie geht denn Ihr Sohn jetzt in die Schule? Geht er überhaupt in die Schule? Kann er unterrichtet werden? Ich meine, der macht ja so im Gespräch mit Carsten Schlieders, das dauert ein bisschen, aber er antwortet und er weiß auch, was er antwortet. Und er macht doch eigentlich den Umständen entsprechend einen fitten Eindruck. Ja, das hätten wir vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren auch nicht für möglich gehalten, weil uns Ärzte Prognosen gegeben haben, die also nicht das prognostiziert haben. Die haben gesagt, er wird wahrscheinlich nie mehr hören können, nie mehr sehen können, nie mehr essen können und trinken können. War natürlich uns sehr deprimierend, das zu erfahren. Meine Frau hat mir erzählt, was der Professor, den Matthias operiert hat, damals auf die Frage gesagt hat, was denn aus ihm später macht. Da hat der Professor aus Frankreich gesagt, also es kommt sehr viel wieder. Entscheidend ist nur, dass man mit Geduld und mit Zuwendung auf ihn zugeht und das ihn so weiter fördert, wie es eben möglich ist. Wie wird er denn nun gefördert heute, 4 Jahre später, 4,5 Jahre später? Er hat jeden Tag Krankengymnastik für seine linksseitige Spastik. Mhm. Also durch diese Kopfoperation ist er linksseitig spastisch gelähmt. Einmal in der Woche Logopädie, damit er sprechen lernt wieder und also kann es. Sprecherziehung ist das quasi, ja? Ja, und die Logopädin arbeitet auch mit dem Schluckreflex. Mhm. Und da macht es auch schon kleine Fortschritte, aber gering. Aber wie gesagt, Geduld ist bei uns an erster Stelle. Und schreiben, lesen? Geschrieben hat er früher alles mit links und links kann er es nicht mehr. Er hat es gelernt im Unterricht. Wobei ich jetzt zur Schule komme, er hat eine Konzentrationsfähigkeit und das ist bei ihm im Moment auch sehr schwierig, mit ihm was zu unternehmen von maximal 30 bis 40 Minuten, wo er konzentriert arbeiten kann. Herr Fuchsen, ich weiß, dass der Matthias ein Britney Spears Fan ist. Ja. Und ich weiß, dass Ihre Tochter ein Fan von S Club 7 ist. Also hat Andreas Leindecker, mein erster Aufnahmeleiter, heute einen großen Weg gemacht zum nächsten CD-Laden und hat diese beiden CDs jetzt mitgebracht. Eine für den Matthias und eine, bring es mal gleich darüber. So, und dann könnt ihr ein bisschen Musik hören, aber das hilft natürlich nicht über den Schmerz, die entgangene Lebensfreude und auch über das, was jetzt ihren Kindern, vor allen Dingen ihrem Sohn bevorsteht, hinweg. Trotzdem denke ich, es ist wichtig, darüber zu reden. Und ich denke vor allen Dingen, ist es wichtig, gerade in einer solchen Sendung darüber zu reden. Und es ist wichtig zu sagen, auch wenn viel Geld für Mist ausgegeben wird, das Geld, was für solche Fälle ausgegeben wird, ist gut angelegt, weil es anderen hilft. Herzlichen Dank. Ja. Setzen Sie sich einen Platz weiter. Dankeschön. So. Wir haben einen Gast eingeladen aus Wiel bei Gummersbach und das ist eine Geschichte, das ist heute gerade modern und bei uns ist das auch so zu Hause und bei Ihnen vielleicht auch. Man hat einen Gartenteich und das Biotop und der Frosch und die Fische und der Karpfen und die Goldfische. Das ist alles gut und schön, aber die meisten Menschen, ich habe da auch nicht dran gedacht, man vergisst dann, dass da auch große Gefahren dann sich vielleicht versteckt halten für die Kinder. Und genauso ist es in unserem nächsten Fall. Bei uns ist Ines Derboven aus Wiel bei Gummersbach mit Anna-Lena. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Derboven. Anna-Lena ist 5, da war sie 3, nicht? Sie war 1,5, anderthalb war es. Ja. Es war 97. Im April richtig. 97, ja. Genau. Jetzt ist sie 5. Und Sie sagen, ich nehme Anna-Lena überall hin mit, das sagen viele andere Eltern auch, aber Ihre Tochter ist ein bisschen anders. Ja. Also, Gartenteich ist vorhanden und Anna-Lena ist reingefallen, so war es wohl nicht. Ja, ich muss dazu sagen, dass es ein eingezäunter Gartenteich war. Meine Eltern hatten da Enten gehalten,
Insofern haben wir uns eigentlich sicher gefühlt, dass da nichts passieren kann. Und wie ist sie da reingekommen? Sie hat wohl beim Spielen mit dem Hund, meine Mutter war mit ihr hinterm Haus, sie hat da mit dem Hund gespielt, hat ihm immer ein Bällchen zugeworfen. Meine Mutter war eine Zeit lang abgelenkt durch Post, die gekommen ist. Und in der Zeit hat Annalena wohl eine gelockerte Stelle gefunden am Zaun, ist da drunter her und ins Wasser gefallen. Wie lange war sie im Wasser? Also die Ärzte vermuten, bis sie halt gefunden wurde, bis mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen wurde, sind so 8 bis 10 Minuten schon verstrichen. Dann ist sofort, Sie sagten es, die Wiederbelebungsmaßnahme eingeleitet worden. Ja. Und da ist offenbar etwas passiert, was auch dazu geführt hat, dass Annalena heute noch im Wachkoma liegt. Ja, also es war so, sie ist erstmal ins ortsnahe Krankenhaus gebracht worden, nach Gummersbach, bis ihre Werte stabil waren. Dann ist sie mit dem Rettungshubschrauber nach Köln in die Uniklinik geflogen worden. Da hat man uns gesagt, man muss so 72 Stunden abwarten. Mhm. Das ist so eine Krisenzeit. In der Zeit können halt sämtliche Organe versagen. Das Hirn kann anschwillen und somit vom Schädel praktisch zerquetscht werden, dass der Hirntod eintritt. Das ist aber alles nicht so eingetroffen und circa, ja, ungefähr einen Tag, bevor sie aus dem künstlichen Koma rausgeholt werden sollte, weil die Werte ja stabil waren, ist in der Nacht dem Stationsarzt irgendwas schiefgelaufen und er hat sie nochmal etliche Minuten mit einem kaputten Beatmungsbeutel beatmet, als die Lunge abgesaugt werden sollte. So, und die Folge ist jetzt, dass Annalena so ist, wie sie jetzt bei Ihnen ist. Sie ist ganz lieb, sie hat die Augen auf, aber sie ist halt in diesem Wachkoma, nennt man das jetzt, nicht? Apallisches Syndrom, ja, ist der Fachausdruck. Kriegen Sie Unterstützung? Also von den Eltern kriegen Sie, von der Familie kriegen Sie, das weiß ich. Ja, also ich habe das Glück und habe eine sehr große Familie. Wir wohnen alle zusammen in einem riesen Haus. Dazu gehören meine Schwester mit ihrem Mann und den Kindern. Meine Schwester betreut Annalena, während ich zur Arbeit fahre. Danach fährt Annalena in den Kindergarten. Meine Eltern wohnen in dem Haus und meine Tante und mein Onkel wohnen auch in dem Haus. Also ich habe einen Segen, genug Leute, die mich unterstützen. Gibt es denn eine Chance, dass Annalena aus dem Wachkoma nochmal zurückkommt? Also wir geben die Hoffnung auf keinen Fall auf, denn sie hat in der letzten Zeit schon sehr viele Fortschritte gemacht, seit wir sie zu Hause haben. Und wir hoffen halt, dass da noch mehr kommt. Als ich vorhin zu Ihnen kam in den Besucherraum und wir haben uns begrüßt und ich habe Annalena die Hand gegeben und da haben Sie gesagt, die Stimme kennst du. Also sie nimmt schon auf, ja, Stimmen oder Musik oder Sätze, Töne, ja. was sie hört. Sie hört jetzt auch, dass wir uns über sie unterhalten. Ja, und also es könnte auch sein, dass sie jetzt ihren Kopf fallen lässt und so nach unten guckt und sich praktisch verstecken will, weil sie das also nicht so gerne hat, wenn man sich über sie unterhält. Na, wer hätte schon gerne. Sie kann auf jeden Fall Leute unterscheiden an der Stimme. Sie kann Fremde von bekannten Personen unterscheiden. Ja. Sie haben mit ihrer Tochter machen lassen, und zwar im Februar dieses Jahres, die sogenannte Delfintherapie in Florida. Im Was Mai. Ist das? Im Mai diesen Jahres sind wir nach Florida geflogen für 2,5 Wochen. Nach Key Largo, das liegt unterhalb von Miami. Und da haben wir halt mit der Annalena so eine Delfintherapie gemacht. Das bedeutet, dass eine Therapeutin mit Annalena ins Wasser geht zu einem Delfin. Der Delfin wird angeleitet von dem Delfintrainer. Und man erhofft sich, dass durch die Sonarwellen, die diese Tiere aussenden, die, ja, das Gehirn wieder angeregt wird. Die Nervenbahnen, die bei ihr praktisch in so eine Art Winterschlaf gefallen sind. Und hat sie da Fortschritte gemacht? Sie hat schon Fortschritte gemacht. Wenn ich das fremden Leuten sage, denken die wahrscheinlich, naja, so Kleinigkeiten, für uns sind das Riesensachen. Also sie lautiert viel mehr, sie versucht sich viel mehr mitzuteilen. Herr Fuchs nickt gerade mit dem Kopf, alles Erfahrungen, die er mit seinem Sohn auch gemacht hat. Ja. Wenn ich dazwischen sagen darf, mein Sohn lag auch über 7 Monate im Koma, im Wachkoma, im apallischen Syndrom. Und man hat auch gesagt, ob der nochmal wiederkommt, er sollte schon aus der Reha-Klinik entlassen werden, weil keine Fortschritte mehr da waren. Ich frage Sie jetzt, Sie haben ihn nur eine Minute gesehen. Das wäre, ich denke, ist doch die Frau Derbhofen wäre froh, wenn es bei ihr auch schon so weit wäre, aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, nicht? Wirklich. Also, jetzt weiß ich gar nicht,
ob die Annalena, ja natürlich hört sie mich jetzt, jetzt hat sie die Augen zu, jetzt will sie von mir nicht, aber sie guckt her zu mir, sie will auch nichts wissen von mir. Annalena, ich werde dich jetzt mal versuchen zu überzeugen, dass, es ist auch nur was ganz Kleines, ich weiß nicht, mag sie eigentlich Kuscheltiere? Ja. Ist es hier auch kindergerecht, hier kennen die Augen nicht raus, muss alles ja, kontrollieren. Ja, es ist auch ja. von Janosch, das mögen sie. Wir besonders gerne, ja. Alles klar. Also Annalena, ich hoffe, du kannst damit heute Abend ein bisschen einschlafen oder einfach nur kuscheln oder einfach nur festhalten oder einfach nur liebdrücken. Hm? Die Redaktion hat mir gesagt, und Frau Derbom, Sie können das vielleicht bestätigen, extra mit so Körnern drin, weil sie dann ein besseres Gefühl hat und besser greifen kann. Und sie spürt dann was. Sie also spürt so dann ganz besser, weiche Sachen als wenn sind das so ein festes Tier wäre. Mhm. Ich wünsche Annalena und Ihnen ganz viel Glück, dass ich Ihre Wünsche erfüllen will. Danke. So, RTL Spendenmarathon noch bis 18 Uhr. Und Scarlett sitzt da, freut sich, in der Woche ist soweit. In der Woche, Herr Schwabe, nicht? Am 7. Dezember die erste. Ja, so 8 Tage ist das dann so etwa. Wird dann wieder ein bisschen weiter repariert bei Scarlett mit ihrer Hilfe zu Hause. Und wir haben jemanden eingeladen, der auch ganz viel Hilfe braucht. Bei uns ist aus Gottmardingen am Bodensee Andrea Schweizer. Herzlich willkommen. Frau Schweizer, ich habe meinen Stuhl frei gemacht für Sie. Wir haben schlichtweg zu wenig Platz in diesem großen Studio. Hallo. Hallo, Sie haben Ihre Tochter, die ist jetzt 3,5 ja. und die dreht sich's. Haben Sie nicht mitgebracht? Nein, die liegt im Moment im Krankenhaus. Die liegt im Moment im Krankenhaus. Eigentlich ist sie fit wie ein Turnschuh, aber eben eigentlich. Also die Geschichte ist die, sie wurde geboren ja. und sie war topfit. Richtig. Und wann hat sich das geändert? Wir waren eine Woche im Krankenhaus nach der Entbindung, weil es mir nicht so besonders gut ging und ich eine Brustentzündung hatte. Sie kam aber ganz normal auf die Welt mit Abgabewerten von 9 und 2x10, jemandem sagt. Also diese Erstuntersuchungswerte. Mhm. Sie ist samstags geboren, samstags drauf sind wir dann entlassen worden. Ja, wir sind dann am Montag damals zum Kinderarzt, weil der Nabel geeitert hat, also der Bauchnabel. Und ich dachte, gut, kennenlernen muss er sie sowieso. Gehen wir also dorthin. Gut, das haben wir auch gemacht. Er hat dann routinemäßig ihren Kopfumfang gemessen, hat gemeint, dass der im Verhältnis zur Geburt zu stark gewachsen sei und hat uns für den nächsten Tag zum Ultraschall einbestellt. Und da hat sich was herausgestellt? Genau, also er hatte eine Gemeinschaftspraxis mit einem Kollegen, der sich also in dieser sogenannten Sonographie, in der Ultraschalluntersuchung ganz gut auskannte. Und es dauerte ziemlich lang und man merkte schon an der Reaktion, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und er hat uns dann postwendend, das war damals in der Nähe von Stuttgart, in das sogenannte Olga-Hospital, das dortige Kinderkrankenhaus, überwiesen. Und auf der ganzen Fahrt dorthin, das dauerte ungefähr eine halbe Stunde, habe ich schon die ganze Zeit geheult, weil ich irgendwie wusste, dass was nicht in Ordnung ist. Es standen dann in dieser Sonographieabteilung, die haben also eine große Ultraschallabteilung, mehrere Ärzte um sie rum. Unter anderem auch der Chef der Sonographie und die leitende Ärztin der sogenannten neugeborenen Intensivabteilung. Und was haben die festgestellt? Dass sie, da eigentlich noch gar nichts, es hieß halt nur, Valentina kommt auf diese Intensivstation. Im Laufe dieser Zeit, das war dann 6 Wochen, habe ich dann mal gefragt, was los ist. Und dann hieß es ja, also Valentina hatte eine Hirnblutung. Man weiß nicht, wann es passiert ist. Und dann habe ich gesagt... Man weiß auch nicht, wodurch. Nein, nicht? Gar nichts. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber es muss ja irgendwas sein. Und dann hieß es, seien Sie doch froh, dass Ihr Kind überhaupt noch lebt. Und oh, dann ist ja war auch ich ein natürlich, zarter Umgang mit Eltern, ja, die große Sorgen haben. Ja, also das war Sorgen eine Ärztin, haben, die muss ich sagen, also sonst waren alle Ärzte okay, aber die waren nicht so mein Fall. Hat sie denn jetzt körperliche Einschränkungen, wenn wir sie heute sehen? Sie hat also durch diese Hirnblutung eine sogenannte spastische Halbseitenlähmung, beinbetont. Ebenfalls eine sogenannte mentale Retardierung, das heißt, sie ist also ungefähr 1 bis 1,5 Jahre in ihrer Entwicklung zurück. Fängt sie das hinterher wieder auf oder... Gut, man weiß es nicht. Sie ist natürlich sehr lange ruhig gestellt worden mit Medikamenten. Sie hat mit einem halben Jahr Krampfanfälle gekriegt, lag dann 3 Wochen auf der Neurologie, wieder im Olga-Hospital, hat im Dezember 98 eine schwere Nierenbeckenentzündung gehabt, kurz vor Nierenversagen. Also auch das gesamte Programm. Richtig, dann wurde festgestellt, dass sie eine Nierengrößendifferenz hat und einen sogenannten Reflux. Das heißt, der Urin wird nicht komplett ausgeschieden, sondern zurück in die Nieren transportiert. Sie bekam also bis Juli einschließlich 2,5 Jahre antiepileptische Medikamente. Jetzt bekommt sie noch jeden Abend einen antibiotischen Saft aufgrund dieses Refluxes. Warum ist sie denn jetzt im Krankenhaus?
Ja, sie hat, also sie läuft jetzt seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr und hat eben durch diese Spastik im Fuß eine extreme Spitzfußhaltung gehabt. Mhm. Dann hieß es, okay, man kann diese sogenannte Achillessehnenverlängerung machen, wo sie dann eben hinterher besser auftritt. Das heißt, sie wird nicht zwar gehen können, aber die Fußstellung wird besser. Also wir haben ja Ihre Tochter im Krankenhaus besucht, kurz bevor sie operiert worden ist. Und die Bilder wollen wir uns mal anschauen. Hier sind sie. So ist sie ganz gut drauf, nicht? Ein Apfel. Da sieht man so ein bisschen, dass sie mit dem Fuß Schwierigkeiten hat, mit dem linken. Das war vor der OP, ja. Weiß sie, dass sie operiert worden ist danach? Nein. Das kann ich auch nicht begreifen, ne? Auf der Kinderstation. Tobt darum. Wie geht's ihr denn heute jetzt nach der Operation? Also sie ist jetzt am Freitag operiert worden, hat jetzt einen Gips vom Fuß bis ganz oben zum Popo, sag ich jetzt mal, also das ganze Bein. Und schimpft natürlich ordentlich. Sie hat jetzt also 6 Wochen diesen Gips. Und sitzt hier jetzt im Rollstuhl und kommt natürlich überhaupt nicht raus. Sie lief zwar nicht besonders gut, aber sie lief. Und jetzt ist natürlich nichts mehr zu machen. Und das stinkt ja ganz schön. Und sie hat noch ein paar Schläuche am Arm wegen der Infusion. Und ja, und das passt ja natürlich gar nicht. Aber ich denke, dafür kann man Verständnis haben, dass ihr das nicht passt. Ne? Lassen Sie uns gleich weiter über Ihre Tochter unterhalten und auch wie so die anderen Menschen damit umgehen. Das interessiert mich schon, weil es natürlich immer welche gibt, die dann blöde Bemerkungen machen, mit dem Finger zeigen und partout nicht in der Lage sind zu verstehen, was überhaupt in den Eltern innen drin vor sich geht, wenn sie solche Sorgen haben mit ihren Kindern. Bis gleich nach der Pause. Jahrzehntelang waren sie ein Paar, bis ihnen ihr Mann offenbarte, ich habe eine neue. Wie sind Sie mit dieser Situation fertig geworden? Wer hat geholfen? Rufen Sie an 0137 31 32 33. Spendenmarathon. Gleich wird Wolfram Kohn zu Ihnen kommen und wird Ihnen sagen, wie hoch jetzt die Spendensäule geklettert ist. Und ich sage Ihnen, falls Sie vielleicht unseren Gästen hier in irgendeiner Form helfen wollen oder vielleicht haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht, vielleicht haben Sie mal gute Adressen, wie auch immer. Wir haben 2 Telefonnummern vorbereitet. Einmal für den Faxabruf, die 0190 31 32 31 oder auch über unsere Hotline können Sie alles Nötige erfahren, die 0137 31 32 33. Frau Schweizer, wann wird Ihre Tochter den Gips loskriegen? In voraussichtlich 6 Wochen. Ich habe mir sagen lassen, dass immer wieder berichtet wird, dass die Ärzte, die natürlich auch schlecht sagen können, am 15. Februar 2001 ist alles okay. Ist Ihr Geburtstag, danke. Das habe ich nicht gewusst. Ernsthaft? Zusätzlich, ja. Ein Geschenk für Ihre Tochter. Ich bin sowas von gut vorbereitet. Meine kleinen Freunde hier, also man soll mit dem Hamster sprechen, steht hier drin, aber man darf ihn nicht wecken, sonst wird er muffig. Dann bin ich auch wahrscheinlich vom Tierkreiszeichen ein Hamster. Die Schildkröte ist drin, der Wellensittich ist drin, das Meerschweinchen ist drin und das Karnickel ist drin. Nehmen Sie Ihrer Tochter mit und grüßen Sie schön von uns allen. Hm? Schon vor dem Geburtstag. So, also, die Ärzte können schlecht sagen, am 15. Februar ist alles vorbei. Die machen einem manchmal, ich stelle jetzt Ihnen allen diese Fragen, manchmal so wenig Hoffnung, nicht? Ja. Dabei muss man einfach Hoffnung haben, um so kleine Fortschritte, so ganz kleine Fortschritte, Frau Dörberhofen, feststellen zu können. Mhm. Also die Hoffnung darf man nie aufgeben, auch wenn die Ärzte sagen, es bringt alles nichts. Fliegen Sie auch nicht nach Florida, das ganze Geld, machen Sie hier schön Ihre Reittherapie, das reicht vollkommen, aber das bringt doch alles nicht so weit und der Stress, aber es hat was gebracht. Allein die Haut eines Delfins zu streichen, das ist ganz, ganz weiche und schöne Haut, das gibt den Kindern schon ein bisschen was. Man hat eben ganz andere Gesichtspunkte, das heißt also, es wären ganz andere Sachen wichtig. Ich sage immer, was die Kinder nicht können, das wissen wir selber. Für uns sind ja diese Fortschritte wichtig und wenn sie nur klein sind. Das, was Frau Dörberhofen gerade sagte, die ganz, ganz kleinen, minimalen, oder was Herr Fuchs noch von seinem Sohn sagte, der 7 Monate lang im Wachkoma lag. Und ja, die Ärzte waren eigentlich am Ende ihrer ärztlichen Kunst angelangt und plötzlich... Ich finde entscheidend ist die Einstellung der Familie. Der Freunde, wie Sie vorhin sagten. Ja, dass man auch nicht sagt, warum sind wir gerade davon betroffen, sondern man muss akzeptieren, dass das Schicksal bei uns zugeschlagen hat
Und wir sind glücklich, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen blöd anhört, aber wir sind glücklich, dass wir alle noch am Leben teilnehmen dürfen. Und wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Und wir versuchen, sage ich mal, durch unsere positive Lebenseinstellung auch andere anzustecken, die also vielleicht nicht den Mut haben, nach vorne zu gehen. Ich wünschte mir mancher, der nicht diese Probleme hat, die Sie haben, hätte diese Einstellung, die Sie und Ihre Familie und die alle unsere anderen Gäste haben. Also ich musste das erst lernen, muss ich sagen, weil ich habe also fast ein Dreivierteljahr gebraucht, um überhaupt eine Beziehung zu meiner Tochter aufzubauen. Ist das weil eine... sie hat fast ein Jahr überhaupt nicht richtig geguckt, sie hat keinen Blickkontakt gehabt, sie hatte den linken Arm angewinkelt, den Daumen gefaustet, sieht man heute nicht, also die Prognosen waren wesentlich schlechter. Und von Komplettlähmung bis ich weiß nicht was. Die Hoffnung hat sich bewahrheitet. Ich habe auch sehr viel mit ihr getan, ja. Ich möchte mich bei allen meinen Gästen, bei der Familie Schwabe, bei der Familie Stark, bei der Familie Fuchsen, bei der Ines Derboven und der Annalena und bei der Familie Schweizer ganz herzlich bedanken, bei meiner Redaktion auch. Und ich bedanke mich jetzt schon bei Ihnen, falls Sie meinen Gästen helfen wollen. Und ich bedanke mich bei Ihnen, wenn Sie beim RTL-Spendenmarathon mitgemacht haben oder noch mitmachen wollen. Bis 18 Uhr geht's noch. Hier kommt gleich Wolfram Kunz, der alte Geldfüchser. Aber das muss sein. Der hat sich ergeben können. Tschüss und Wiedersehen. Diese Sendung präsentiert